Der 24. Februar hat die Welt verändert. In meinem letzten Video habe ich die Auswirkungen auf Konjunktur- und Kapitalmärkte analysiert und dargestellt. Ein schwächeres Wachstum, Rezession so in Russland, höhere Inflationsraten in Deutschland in Richtung 5%. Wir erwarten den DAX immer noch bei 16.000 Indexpunkten zum Jahresende, aber im Laufe des Jahres eine erhöhte Volatilität. Und wenn wir uns anschauen, was seit dem 24. passiert ist, sieht man das genau das. Erhöhte Volatilität, ein Rückgang der Zinsen, ein Rückgang des Aktienmarktes und aktuell die Zinsen sogar schon wieder über dem Zäsurniveau der DAX in etwa da, wo er vorher war. Die Märkte haben sich dem Megathema des Jahres 2022 schon wieder zugewandt. Und dieses Thema sehen wir noch ausgeprägter in den USA, nämlich die Erwartung von höheren Renditen. In den USA hat der Zinserhöhungszyklus begonnen, in Großbritannien auch, in vielen anderen Ländern auch, bei uns noch nicht. Die EZB hat sich geäußert, dass sie im Laufe dieses Jahres die Anleihekäufe einstellen möchte. Aber wann ein Zinsschritt kommt, das ist noch unklar. Wir erwarten es erst Ende des Jahres. Und in diesem Umfeld ist das natürlich schon etwas überraschend. Inflationsraten in den USA um die 8%, bei uns in Europa und in Deutschland zwischen 5 und 6%. Und das weckt Erinnerungen an die 70er Jahre. Und wir sehen, jetzt gezeigt an der deutschen Inflationsrate über 5%, da ist gar nicht mehr so viel Unterschied wie zur ersten und zweiten Ölkrise mit Blick auf die Inflation. Aber die Unterschiede sind mit Blick auf die Zinsen. Und wir sehen, dass die Notenbanken früher, die Bundesbank sehr früh reagiert hat, auch zur Wiedervereinigung. Und wir sehen auch, dass der Rentenmarkt entsprechend reagiert hat. Und wir sehen auch ein interessantes Phänomen, was den Jüngeren fast schon überraschend zu sein scheint, nämlich positive Renditen, die 10-jährige höher als die Inflationsrate. Das haben wir seit geraumer Zeit bei uns nicht mehr. Und das wird meines Erachtens auch noch bleiben, wenn die EZB einen Zinsschritt Ende dieses Jahres macht und im nächsten Jahr weitermacht, wird es vermutlich nicht so schnell zu einem Anstieg der 10-Jährigen kommen. Ich habe Ihnen heute noch ein anderes Thema mitgebracht, auch ein Megatrendthema, nämlich das Thema Nachhaltigkeit, hier gezeigt an den Klimagasemissionen. Die Reduktion dessen ist ein Ziel. Deswegen wurde auch gerade bei uns in den letzten 2 Jahren die CO2-Abgabe eingeführt, die die Energiepreise nach oben gedrückt hat. Jetzt, manche Politiker, die damals dafür verantwortlich waren, dass die Preise steigen, wollen uns jetzt mit Vergünstigungen einen Gefallen tun, dann merkt man, so ganz konsistent sind die Argumente nicht immer. Aber Nachhaltigkeit hat noch andere Aspekte. Also Nachhaltigkeit ist nicht nur Umwelt, Nachhaltigkeit ist auch Soziales, also ESG und noch Governance, unternehmerische Verantwortung. Aber ich glaube, dass diese übliche Definition jetzt neu aufgestellt wird. Und sie wird neu aufgestellt mit Blick auf Rüstung. Und wir sehen, dass der Aktienmarkt das schon antizipiert. Und wir sehen auch, dass Brüssel das antizipiert. Bislang ein hoher Anteil am mehrjährigen Finanzrahmen für natürliche Ressourcen und Umwelt und ganz wenig für Sicherheit und Verteidigung. Jetzt argumentiert, und wir hören aus Brüssel intensiv, nicht mehr die Frage, ob dieser Etat erhöht wird, sondern nur noch um wie viel. Und der Verband der Sicherheits- und Rüstungsindustrie definiert das relativ einfach und sagt, Sicherheit ist die Mutter von Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit hat auch was mit nachhaltigen Beziehungen zu tun. Es gibt einen Trend, dass man sagt, wir brauchen die anderen nicht mehr. Ich warne etwas, gerade mit Blick auf Deutschland, ein Land, was stark in den internationalen Handel verwoben ist. Unser wichtigster Partner mit Blick auf die Exporte sind die USA.
China, Frankreich, Niederlande, Polen, Italien, Österreich, Großbritannien, Schweiz und Belgien. Und mit Blick auf die Importe, China, Niederlande, USA, Polen, Italien, Frankreich, Belgien, Tschechische Republik, Schweiz und Österreich. Viele Sachen können wir nicht selber herstellen. Auf der Exporte sind wir froh, dass wir Economies of Scale, Größe und Verbundvorteile haben bei den Gütern, die wir produzieren. Und manche Sachen wollen wir auch gar nicht mehr herstellen, vielleicht auch, weil wir gar nicht mehr die Fähigkeiten haben. Also manche Rohstoffe haben wir nicht, aber wir haben auch ein demografisches Problem. Und auch deswegen sollten wir den internationalen Handel und die Arbeitsteilung als Vorteil sehen. Und ich begrüße die Idee, TTIP wieder anzugehen, also ein Handelsabkommen mit den USA, was 2016 in der Versenkung verschwand, denn wir haben einen starken Rückgang der Erwerbsbevölkerung. In den USA ist das nicht so ausgeprägt und ich bin gespannt, wie sich die Diskussion in den nächsten Wochen entwickelt. Mehr dazu in meinem nächsten Video nach Ostern.